Spezialitäten Ihres Beitrags, wie etwa dem Einsparen von Haftkosten, hier nicht eingehen, dann dürften wir ja nach dem Strafrecht eigentlich niemanden mehr verurteilen, weil es jeweils zu einer Verschwendung von staatlichen und öffentlichen Mitteln führte. Was mich an Ihrem Beitrag am meisten stört: Sie sind der Ansicht, das Strafrecht sei ungeeignet, bei Verschwendung öffentlicher Mittel, vor allem im großen Stil, einen wesentlichen Effekt zu bringen. Ist Ihnen denn eigentlich nicht bekannt, dass es in Deutschland nicht die übliche Gewohnheit von Behörden ist, bei kostspieligen Projekten, übrigens ganz anders als in der Europäischen Union, solche bewährten Instrumente wie Ex-ante Impact Assessments zu nutzen, mit denen man zuverlässig die Fehlallokation von Mitteln verhindern kann? Das sollte Ihnen bekannt sein, denn das sind Instrumente, die die Amtsträger, die Beamtinnen wie die Ehrenamtlichen zuverlässig schützen können vor Fehlentscheidungen. Das kann man nutzen, das hat begrenzte Kosten und das schützt einen vor solchen Fehlallokationen. Ich vermisse das in Ihrem Beitrag. Sie beziehen sich immer nur auf das, was das Strafrecht bringen kann. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Herr Kollege Hirte. Strafrecht gestellt, seinen Vorschlag zum Strafrecht gemacht und jetzt kommen Sie mit Alternativen. Ich habe gesagt, die Alternativen fehlen in Ihrem Antrag. Über Alternativen können wir gerne nachdenken und genau das ist das Problem. Vielen Dank. Und damit erteile ich das Wort.